Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vintage Story. Vorab, wenn ihr Bock habt, auf dem Server mal mitzuzocken, dann kommt doch einfach mal in den Discord bei uns. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dort habt ihr einen Bewerbungskanal. Dort könnt ihr euch für diesen Vintage Story Community Server bewerben. Und nach einer kleinen Abstimmung der Community seid ihr dann zugelassen oder halt auch nicht. Und ja, keine große Sache. Es ist halt einfach nur ein bisschen so zur Verifizierung der Spieler, um zu sehen, ja, wer ist gewillt, wer nicht. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Ich zeige mal, was ich die Tage im Off ein bisschen gemacht habe. Und ja, das würde ich sagen, machen wir nach dem Intro. So, da es jetzt sowieso keiner aktuell auf dem Server war, habe ich mal ein bisschen Tag gemacht, weil das ist immer schöner für eine Aufnahme. Und ja, als erstes, ich hatte extra mal wieder auf der nach der zur Erwartung von dem ganzen von der Stahlerzeugnis oder zumindest vom Herstellen des Stahls habe ich mir mal ein bisschen Holzkohle gemacht. Ich hatte nämlich nur noch so viel hier ja, in der Box hier drin, in diesem Hochofen, naja, im Holzkohleofen, sage ich jetzt mal. Und das wäre ein bisschen wenig geworden. Generell war das halt auch ein bisschen wenig für die nächsten Sachen, die ich halt so machen möchte. Und da dachte ich mir, okay, gut, verballerst du mal dein ganzes Holz, was du hast. Ich hatte alles Holz, was ich hatte, habe ich dort reingeschmissen. Plus einen Baum, den ich dort abgeerntet habe. Und hier kommt schon der nächste Drifter. Ich weiß nicht, was die immer bei mir zu Hause wollen. Ich habe doch nichts. Verstehe ich nicht. Wir gucken mal, was die Schönes mitbringen. Und ja, ich hab Haufen Fleisch bekommen von den Tarquinius. Und das habe ich auch mal eingelegt schon in Salz, weil ich war letztens also die Woche auch noch bei Jan und Jack und dem Olaf. Und dort habe ich ja, Salzvorkommen durfte ich abbauen. Oder teilweise, also nicht komplett, nur so ein bisschen. Ich habe mir 4 Stacks Salz mitgenommen. Und das habe ich auch schon gemahlen, ist alles unten. Jetzt habe ich bloß vergessen. Aber wir können ja mal gucken, ob was fertig ist. Zwecks Essen. Hatte ich das jetzt hier eigentlich. Nee. Cured Red Meat. Das ist schon fertig. Das ist erledigt. Wir brauchen aber vielleicht mal. Warte mal. Ich habe ja hier auch noch Brot. Spelt. Ich habe übrigens, ich habe mich mal belehren lassen vom Luis, der mir unter das Video geschrieben hat, dass es nicht immer wieder ha dass es sich quasi immer wieder die Haare sträubt, dass ich das Gute, oder zumindest das Flachs halt zu Brot mache und nicht an die Tiere verfüttere. Und da der anderen Sorten ja genug Nährstoffe haben, um. Habe ich das? Ich weiß gar nicht, wo das ganze Flachs hin ist. Da ist das Flachs, weil das will ich jetzt mal ein Tier verfüttern. Weil Speltcrane und so weiter, das hat mehr Nährstoffe als Flachs. Und deswegen habe ich jetzt aus dem Spelt, beziehungsweise, doch, es war, glaube ich, Spelt, da habe ich Brot draus gemacht und tatsächlich, also, es hat eine Sättigung von 100, von 300 und ich glaube, das andere, warte mal, das Bread, das Flachsbread hat nämlich nur 160, also gleich mal fast das Doppelte. Ja, genau, Rye Bread und Spelt Bread hat 300 Sättigung und das Flachs halt nur 160 und dazu braucht man natürlich mehr. Der Aufwand dafür ist natürlich dann entsprechend auch höher und deswegen kann ich das auch jetzt mit gutem Gewissen an meine Schweine verfüttern. So, davon jetzt auch nur noch. Doch drei? Hatte ich nicht mal mehr als drei Schweine? Naja, okay, gut. Dann packe ich das mal hier rein. Man kann natürlich auch Gras verfüttern, das geht natürlich auch. Ich könnte hier auch eine Kiste reinstellen, dann kann ich das immer gleich da reinschmeißen, anstelle immer hin und her zu rennen. Wobei das dann natürlich nicht so lange haltbar ist. Ich packe das lieber wieder runter. Ich habe hier übrigens auch ein bisschen was angepflanzt. An meine Felder oder auf meine Felder. An meine Felder.
So. Ich pack das mal hier rein. So. Gott, das passt. Ich habe auch... Ach ja, ja, genau, hier, richtig. Übrigens hier sind die ganzen Dinger. Cured Red Meat. Ist das jetzt das Eingelegte? Weil hier, das dauert immer noch. Das ist, guck mal, das ist sealed vor 25,5 Tage? Nee, what? 20 Tage? Nee, hä? Verstehe ich nicht. Das müsste doch schon längst fertig sein, weil nämlich das Fass habe ich an dem gleichen Tag angesetzt, was hier war, als das da drüben. Wieso ist denn das noch nicht fertig? Und wieso ist die vordere Zahl größer als... Das ist jetzt sehr merkwürdig. Wenn da jemand mal eine Ahnung hat, der kann mir das mal gerne geben. Die Information meine ich. So. Okay, das dazu. Aber das Cured ist ja eigentlich schon... Das Cured... Warte mal. Wie heißt das? Meat. Cured Meat. Okay, das ist genau richtig. Das ist nämlich das Fertige. Red Meat ist das Rohr. Genau, steht ja auch Rohr davor. Okay, das ist das schon. Deswegen ist das auch so lange haltbar. Es hat 200 Sättigung. Das ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, warum das da unten so lange, ja, so lange braucht. Sehr merkwürdig. Ja, ich weiß nicht, wie es aufgefallen ist schon. Die Tür sieht ein bisschen anders aus, ne? Ganz klar. Ich habe nämlich angefangen, einen Texture-Pack für eine Vintage-Story zu machen. Es fing damit an, dass mir zum Beispiel das Cobblestone, der war mir zu hell, der Granit-Cobblestone, der war mir zu hell und deswegen habe ich den von der Farbe beziehungsweise vom Kontrast etwas stärker gemacht, damit man besser zum Beispiel diese kleinen Steinchen sieht. Ich finde, das sieht, kommt jetzt viel besser raus. Und damit halt quasi der Cobblestone auch zu dem Brickstone passt, habe ich den Brickstone ebenfalls nochmal von der Farbe ein bisschen kontrastreicher gemacht, also ein bisschen den Schwarzkontrast erhöht. Und ja, dann ging es halt weiter. Ne? Dann habe ich mir gedacht, cool, wie wär's mit einer neuen Tür? Und habe eine neue Türtextur gesucht und habe auch eine gefunden. Die passt hier noch nicht ganz, weil ich muss das 3D-Modell von der Tür noch ändern, damit das passt. Bei dem Iron Door habe ich das nämlich auch gemacht. Moment, Door. Das ist das Iron Door, sieht man das? Das sieht jetzt so aus. Da ist das 3D-Modell jetzt hier noch nicht drin. Das habe ich noch auf meinem Testspiel. Da habe ich das schon geändert. Weil so quasi Blödsinn zu zeigen jetzt. Aber zumindest habe ich halt so ein bisschen angefangen, mal ein bisschen damit rumzuspielen. Des Weiteren habe ich die Originaltextur der Eichenstämme ausgetauscht gegen etwas knorkigeres. Das heißt, diese Eichenstämme haben jetzt hier diese knorkelte Textur. Ich finde, es sieht viel, viel geiler aus. Viel, viel rustikaler und ja, mittelalterlicher als die andere Textur. Die war so hell, fand ich. Und im Gegenzug habe ich natürlich dadurch, dass das Holz auch ja, fast schon eine Alterung hat, habe ich das die Eichenholzbretter habe ich von der Farbe halt auch dunkler gemacht und etwas bräunlicher und ein bisschen blasser. Und ich finde, das sieht halt viel, viel cooler aus. Nicht, dass mir die anderen Texturen überhaupt nicht gefallen, das stimmt nicht. Aber diese dunkle Eiche passt viel besser zu diesen Cobblestone und so weiter, als diese helle Eiche. Ne? Und Eiche an sich, wenn das verarbeitet ist und abgenutzt ist, dann ist die auch dunkler als frisch eine Eicheplatte. Ja? Und das Holz sieht halt immer aus wie eine frische Eicheplatte. Und ja, es ist halt alles genutzt. Ja, jedenfalls habe ich damit halt ein bisschen rumgespielt und auch schon das ein oder andere 3D-Modell gemacht. Und na, mal gucken. Ich bin gespannt, wo sich das hinführt. Die Texturen muss ich mal schauen, weil die sind eigentlich aus einem Minecraft-Texture-Pack. Und ich will aber eigentlich was Eigenes machen. Mal schauen. Gut, genug dazu.
Ich habe auch jede Menge Rot bekommen. Wir können mal schauen. Weil wir können aus dem Rot ja auch Dünger machen. Wenn ich jetzt mal hier gucke, bei H. Compound Fertilizer. Nee, das ist das nicht. Warte mal, das ist das andere. Das hier, Kompost. Genau, Kompost Fresh. Da braucht man nicht Rot, Straw und ja, Erde halt. Ne? Das hatten wir ja schon mal gemacht. Aber wir können ja, wenn wir das nämlich ja, liegen lassen, können wir daraus sozusagen auch ja, das zum Düngen benutzen. Und das hat eine sehr, sehr gute Dünge-Eigenschaften. Ach hier, ich wollte gerade sagen, wo kommt es denn her? Die sind bestimmt oben. Eieieiei, komm mal her, Kleiner. Und da kann ich nämlich mal ein bisschen Dünger herstellen. So, aber erstmal gucken wir, was die Kollegen so bei sich haben. Nichts. Und hier einmal, mal schauen, auch einmal nichts. Naja, mal gucken. Ich habe übrigens angefangen, hier die Schmiede zu bauen, falls sich das jemand gefragt hat, was das hier überhaupt ist, was ich hier gerade baue. Das wird meine Schmiede. Und ich habe das angefangen zu jizzeln. Und zwar hier, so hier. No? Das sind hier quasi diese Multiblock. Da ist Holz drinne und Cobblestone sowie das Granitstone. Und das wären so Balken, die dann das Dach ein bisschen halten sollen. Und dann hier haben einen großen... Also ich mache das mal anders. Ich mache mal nicht so eine kleine Tür. Ich mache hier mal einen einen größeren Eingang. Und hier oben, da kommt hier nochmal so ein Balkon dran. Also zumindest denke ich mal, das passt ganz gut. Ob das jetzt wirklich passt, weiß ich nicht. Werden wir mal sehen. Aber hier, zumindest kommt dann hier so ein Balkon mit einer zweiten Etage. Und eine Windmühle, die natürlich dann die Mechanik beherbergt, die habe ich mir überlegt, stelle ich entweder auf diese Seite oder auf diese. Weil dann hier auf zumindest auf einer Seite kommen halt so ein paar Hämmer hin. Hier so, ne? Dass halt quasi hier dann die ganze Mechanik ist. Und auf der anderen Seite so ein bisschen Lager, die verschiedenen Gussformen und so weiter. Das kommt alles dorthin, ne? Genau. Und ja, da habe ich schon mal angefangen. Das wird aber eine Weile dauern noch, weil die meisten Blöcke sind dann gechiselt, damit ich hier zum Beispiel so einen kleinen Versatz drin habe. Weil ich mache es nämlich so, dass die Brickstones ein bisschen rausgucken sozusagen, dass sie ein bisschen rausgucken. Und dazu muss ich den hinteren Block natürlich ein bisschen von einmal so ein Pixel wegnehmen. Oder zwei Pixel. Damit es halt so ein bisschen gemauert aussieht. Ein bisschen plastischer ist. Ne? Genau, das sieht halt so aus. Und mal gucken. Wir werden immer mal wieder dran arbeiten. Ich werde auch mal wieder so ein bisschen zocken und daran arbeiten. Mal schauen, wie schnell wir das hinbekommen. Fußboden habe ich mir dann Eiche vorgestellt. Weil, wie gesagt, die Textur passt jetzt ganz gut. Und deswegen werde ich halt auch Eiche dafür benutzen. Und ich habe... Was ich, glaube ich, auch schon geändert habe. Muss ich mal gucken. Ja, Strohballen. Guck mal, wie schick der Strohballen aussieht. Sieht halt so aus, als wenn so ein Strohballen draußen ein paar Tage schon gelegen hat. Ja? Und das gefällt mir ganz gut. So, jetzt pass mal auf. Jetzt müssen wir mal schauen, weil mir ist nämlich gerade eingefallen, dass man ja zum Beispiel diese ganzen Gussformen, da gibt es doch jetzt diesen Mord. Wie heißt denn das? Mold. Heißt das Mold? Wir machen es anders. Wir gucken mal nach... irgendwo müsste so eine... wenn ich wüsste, wie das im Deutschen heißt oder im Englischen, meine ich eigentlich eher... Wie heißt das? Das sind die Drawbridges. Ach hier, guck mal. Tool Mold. Ach doch. Hätte ich unter Mold gefunden. Das macht man aus drei Brettern und Stöckern. Weil das wollte ich mal machen. Dann nehmen wir jetzt einfach hier. Eins, zwei, drei. Hammerstöcker noch eingestecken? Nee.
1, 2, 3. Weil wir dann nämlich hier so ein cooles Teil rausbekommen. Und ich habe nämlich hier irgendwo, ich glaube hier. Ja, hier sind nämlich die Gusswurmen drin. Und die will ich hier hinpacken. Dazu nehme ich erstmal die Kerze weg. Und stelle das Teil hier hin. Und da werde ich jetzt mal gucken. Wie viel Platz ist denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Also kann ich schon mal. Geht das? Nee, da schmeiße ich es weg. Okay, gut. aber ich kann das so machen. Okay, na gut, geht doch nicht so. Warte, machen wir das anders. 1, 2, 3, 4, 5. Wieso kann ich das nicht reinnehmen? Hä? What the heck? Ach so, warte mal, ist das hier? Knife Mold Fire. Das ist, glaube ich, ja. Ich glaube, das gehört zum Mod. Die Frage ist bloß, warum kann man das dann nicht damit reinpacken? Das ist komisch. Wahrscheinlich braucht das entsprechend dann noch das Update. Der Mod. Weil die Knife Mold gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Das ist kommt von dem Lazy Warlocks Mod. Und deswegen passt das da wahrscheinlich nicht rein. Axe Mold ist auf jeden Fall auch von uns. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Jetzt sieht man nicht. Ach doch, man sieht das, wenn man drauf guckt, da oben. Aber später kann man das natürlich dann in der Schmiede sortieren, dass man halt quasi nur die Molds für die hat, die Molds für die andere Tools und so weiter. Das ist dann schon ganz cool. Denke ich mir mal. Also ist in meinem Kopf halt schon wieder cool, aber wir wissen ja, wie das ist. So, ich wollte ein bisschen Fertilizer machen. Dazu brauche ich Erde. Denn ich habe hier. Habe ich ja alles aufgeschüttet. Das mit der ganzen Erde, die ich hatte. Das ging halt bis hier hinten rum und jetzt habe ich halt keine Erde mehr. Das heißt, ich muss halt erstmal wieder ein bisschen Erde holen. Und da schauen wir mal. Wir haben ja hier genug. Warte mal, wir können ja mal hier so ein bisschen Terraforming schon machen. Damit wir nicht einfach irgendwo ein bisschen Erde abbauen, können wir halt quasi schon mal die Erde wegnehmen, die sowieso stört. Für den späteren Verlauf oder die Entstehung unserer kleinen Farm. Ha! Wir nennen es einfach unsere kleine Farm. So. Ja, hier. Ich weiß gar nicht. Ich mache erstmal einen Stack, wa? Geht ja recht schnell. Kann man eigentlich aus Sand eigentlich noch was anderes machen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Sand, da kriegt man den Dings raus, ne? Den Zement. Sand. Wir gucken mal, wir nehmen mal einen random Sand. Hier, Granite Sand. Ja, Mortar, genau, richtig. Hm. Light Mud Bricks. Wie macht man die denn? Light Mud Bricks. Was sind denn? Warte mal. Mud Bricks. Das sind Lehmziegel oder sowas, ne? Was gibt's denn an Mud Bricks? Jetzt muss ich mal gucken. Dark Mud Bricks, Light Mud Bricks, Mud Gravel. Low Fertilizer. Blue Clay und Dings. Das sind auch so eine Art Lehmziegel, würde ich sagen, ne? Oder das sind Lehmziegel. Das könnte man ja auch mal verbauen und vielleicht als Fußboden zum Beispiel für irgendwas. Was hat das? Die Frage ist, was hat denn das für eine Laufeigenschaft? Also Geräusche von. War das eher so ein Touchen wie auf dem Boden hier? Oder ist das halt so eine harte, wie auf Stein, so ein harter Aufschlag beim Laufen? Also was heißt harter Aufschlag? Also, wisst ihr nicht, was ich will? Nein! Jetzt ist meine Schaufel kaputt. Und wir haben nicht mal. Naja. Gut. Ich muss mal schauen, wie viel wir jetzt da rausbekommen aus einem Stack. Das können wir mal testen. Der Kompost-Fertilizer braucht ja, glaube ich. Also ich glaube, ein Stack kriegen wir auf jeden Fall raus. Müssen wir mal schauen. Warte mal. Gehen wir mal auf H und dann kommen. Ja, wir kriegen ein Stack auf jeden Fall raus. Wir brauchen bloß hier 4 und da 4. Gut. Also reicht das schon mal. Das ist ganz gut. Die Frage ist, wie viel kriegen wir da raus? So, wir brauchen 4 mal Rod.
1, 2, 3, 4. Und Straw. Warte mal, Straw habe ich hier mit eingelagert. Ah, nee, hier ist noch mehr, Rod. Hier oben war das Straw, genau. Ich habe so viel gekriegt von dem Tarquinius. 1, 2, 3. 4. So. Jetzt haben wir erstmal unsere ganzen Inkredenzien. Wie war das jetzt? Wissen wir das noch? So, so und so? Ja. Da kriegen wir 8 Stück raus. Nice. So, so und so. 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 Oh, wir kriegen schon wieder Hunger. Wir haben ja auch viel gemacht. Wir haben ja auch schon viel gemacht. Deswegen, so. Werden wir jetzt auch mal was essen. So, leckeres Fleisch. Mahlzeit. Ah, so. Wir packen mal das Fertilizer, oder das werdende Fertilizer machen wir mal hier rein. Das muss jetzt sehr, sehr lange da liegen. Das dauert eine Weile. Wäre das cooler, wenn man das in ein Fass macht? Wie sieht das aus, wenn ich das in ein Fass mache? Ah, das ist natürlich cool. Kann ich das zielen? Nee. Wäre Quatsch. Das ist vielleicht jetzt gar nicht nötig, aber das hätte eine bessere Immersion irgendwie. Die Frage ist, warte mal, kühlt das dann da drin auch? Ja. Ich hole mir mal ein paar Fässer. Warte mal, wir haben ja unten einige da. Die baue ich mal ab. Die brauchen wir jetzt nicht alle. Aber das sieht halt schon cool aus, wenn wir da so Fässer stehen haben, wo halt Zeug drin ist, ne? Wie viel hatten wir jetzt rausbekommen? Ich weiß... Oh, hier war Rot. Was ist da los? Hier war noch was drin. Stimmt, einiges von dem Fleisch. Ich habe übrigens nicht alles Fleisch verarbeiten können, was ich von Tarquinius bekommen habe. Ein bisschen ist verrottet, weil ich hatte dann doch nicht so viel Salz. Da brauche ich dann doch noch viel, viel mehr Salz. Jetzt baue ich mal... Hier kommen ja eigentlich die Hochöfen hin, aber die könnten wir theoretisch schon in unsere Schmiede nachher bauen. Man kann ja den Boden zuerst mal machen und dann kann man das schon mal rüberräumen. Ist die Wände und so muss dann fertig sein. Deswegen stelle ich das mal hier so hin. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und vielleicht auch hier. Toll, das wollte ich da eigentlich nicht hinstellen, aber naja, egal. Warte mal. So, und da packe ich jetzt das Zeug rein. Ach hier, das muss ich mal wegräumen. Das war mein Jizzle-Test, wie das überhaupt aussieht mit der Dings. Wo habe ich das reingepackt? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hätte eigentlich abzählen können, ne? Dann hätte man das auch gleich gemerkt. So. 1, 2, 3, 4, Graf Zahl ist wieder schon dabei. 5, 6, 7, ein Fass fehlt. Das steht aber hier draußen oder hier drin. Das brauchen wir eh gerade nicht. Oder nutzen wir eh nicht wirklich. Ich glaube, das habe ich jetzt immer benutzt, um dort mal Dings herzustellen, Mortar anzumischen. Also, wisst schon. Zement. So. Ja. Das sieht doch ganz cool aus, wenn hier diese Kompostdinger stehen. Das muss ja dann kein Platz in der Kiste wegnehmen. Ich finde das cool. Ich finde, das sieht super aus. Gut. Okay, alles klar. Dann sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge. Das tut mir sehr leid. Ich mache aber gleich weiter. Also morgen kommt dann wieder noch eine neue Folge. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Das heißt... Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Für mich ist heute früh. Also heute ist heute. Ne? Für euch ist bestimmt heute auch heute. Und ja, wir sehen uns dann einfach morgen. Macht's gut, bis dahin und bleibt so schön.